Liebe Freunde der Wahrhaftigkeit, ich möchte euch am Beispiel eines Artikels in den Dresdner Neuesten Nachrichten zeigen, dass die Bürgerstraße gefährlich ist, weil es in der Zeitung steht. Der Artikel ist von heute, 6. Februar 2021 und trägt die Überschrift »Deshalb bleibt die Bürgerstraße ein gefährliches Pflaster für Radfahrer in Dresden«. Auf der Bürgerstraße in Dresden-Pieschen teilen sich Autos, Straßenbahnen und Radfahrer wenige Meter knapp bemessenen Asphalts. Das ist besonders für Radfahrer gefährlich. Es gibt einige Vorschläge, wie die Stadt deren Lage bessern könnte. Im Rathaus winken die Verantwortlichen dazu jedoch ab. Ach, dazu könnte ich schon einiges sagen. Wer sind denn die Verantwortlichen? Werden die benannt im Text? Mal gucken. Es geht eng zu auf der Bürgerstraße, Parken ist erlaubt, knapp bemessene Fahrbahn, Drängeln, Autos, Straßenbahnen, alle Verkehrsteilnehmer problematisch, Autos müssen sich teilweise gegenseitig, nicht überholen, sondern warten, weil sie zu breit sind und so weiter. Die Verkehrsbetriebe sagen, die Bürgerstraße sei als eine der Strecken bekannt, deren Gleise am häufigsten durch Falschparker blockiert werden. Hier ist ein Artikel verlinkt, ebenfalls DNN, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Besonders gekniffen sind aber Radfahrer. Sie haben die Wahl zwischen zwei Optionen, die beide ihre Nachteile haben. Entweder sie fahren auf dem schmalen Streifen zwischen parkenden Autos und Straßenbahngleisen und riskieren dabei, von einer sich plötzlich vor ihnen öffnenden Autotür gefällt zu werden. Oder sie wahren den empfohlenen Mindestabstand, wer könnte das auch erwarten, von wenigstens einem Meter zu parkenden Autos, um diese sogenannten Dooring-Unfälle, Door für Autotür in dem Fall, Dooring-Unfälle zu vermeiden. Dafür müssen sie allerdings zwischen den Gleisen fahren, was ein regelkonformes Überholen durch Autos nahezu unmöglich macht. Ja und? Ist es das Problem von Radfahrern? Und den Frust gerade bei ungeduldigen Autofahrern erhöht. Von diesen werden sie dann oft viel zu knapp und damit riskant überholt. Das ist eine nette Behauptung. Inzwischen gilt 1,50 Meter Mindestabstand. Und wer das nicht einhält als Autofahrer, der hat im Zweifelsfall einen Strafzettel zu erwarten. Problemfall mit höchster Priorität im Radverkehrskonzept. Aha. Mit den schlichten Worten: Fahrt neben den Straßenbahngleisen wegen fehlender Sicherheitsabstände zum ruhenden Verkehr zu gefährlich, wird im 2017 beschlossenen Radverkehrskonzept das Problem beschrieben. Dort wird die Bürgerstraße deshalb als besonders dringlich mit der Priorität 1 eingestuft. Dazu muss man mal was sagen. Das Radverkehrskonzept ist ein Konzept, was vom Stadtrat beschlossen wird, und es enthält in aller Regel Prüfaufträge, die sich die Parteien, die Fraktionen, die Politiker ausgedacht haben. Und dann kommt eine Stadtverwaltung, in aller Regel der Geschäftsbereich des Beigeordneten für Bau, Verkehr und noch irgendwas. Also für den Verkehrsbürgermeister. Dieser Verkehrsbürgermeister hieß bis vor kurzem Raoul Schmidt-Lamontin und war auf die Karte der Fraktion der Grünen Beigeordneter geworden. Er hat sich nach Heidelberg verpfiffen, wo er jetzt Klimabürgermeister ist. Ihm folgte nach ein ebenfalls auf Karte der Grünen als Beigeordneter vorgeschlagener und letztendlich gewählter Verkehrsbürgermeister Stefan Kühn, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für die Grünen. Also, der Verkehrsbürgermeister war vorher ein Grüner und ist jetzt ein Grüner. Dieser Verkehrsbürgermeister kommt in diesem Zeitungsartikel nicht vor. Wichtig zu wissen. Also, das Radverkehrskonzept von Politikern beschlossen sagt, die Regelung auf der Bürgerstraße hätte Priorität 1. Das ist also die Sicht von Politikern. Gerne auch Fachpolitiker mit einer gewissen Ahnung, aber eben nicht die Einschätzung der Landeshauptstadt Dresden bzw.
des Straßen- und Tiefbauamtes bzw. des Beigeordneten für Verkehr, Stefan Kühn, Grüner. Dort wird die Bürgerstraße deshalb als besonders dringlich mit Priorität 1 eingestuft, allerdings gemeinsam mit sehr vielen anderen Problemfällen im Dresdner Verkehrsnetz. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass sich an der konfliktreichen Enge so bald nichts ändern wird, wie SPD-Stadtrat Stefan Engel durch eine Anfrage an Oberbürgermeister Dirk Hilpert in Klammern FDP in Erfahrung gebracht hat. Stefan Engel hält die Verschiebung jedweder Verbesserung auf den St. Nimmerleinstag, das in Anführungszeichen, für wiederum in Anführungszeichen ein Armutszeugnis, wie er sagt. Schließlich hat die SPD gemeinsam mit anderen eine bald spürbare Verbesserung an dem einen Ende der Bürgerstraße erreicht. Die Harkortstraße wird auf kurzer Strecke asphaltiert. Wäre mir jetzt nicht bekannt, muss ich ehrlich sagen. Wenn die DVB die Großenhainer Straße sanieren, Punkt. Das Aus für das holprige Großpflaster soll auf der wichtigen Verbindungsroute zwischen Neustadt und Pieschen besonders die gefährlichen Radfahrten auf der Fahrbahn Mitte beenden. Wo ein dünner Streifen Asphalt die Straßenbahngleise einbettet und aus Radlersicht den einzig befahrbaren Grund darstellt. Für Stefan Engel ist es unverständlich, dass auf der Bürgerstraße, die eine Weiterführung der Harkortstraße ist, dagegen gar nichts geschehen soll, um die Situation für Radfahrer zu verbessern. Der Oberbürgermeister als Zwischenüberschrift: Radfahrerpiktogramme dürfen nur auf Radwegen stehen. Dabei geht es ihm, dem Oberbürgermeister, gar nicht unbedingt um einen groß angelegten Umbau. Oh ne, der Stefan Engel sagt es. Stefan Engel hat vorgeschlagen, bis zu einem Umbau Piktogramme auf die Fahrbahn zwischen den Gleisen zu bringen, die Radfahrer zeigen und damit auf den Radverkehr auf der Bürgerstraße aufmerksam machen. Das schließt die Verwaltung jedoch aus, weil diese Sinnbilder nur dort aufgebracht werden dürfen, wo Radfahrstreifen und Schutzstreifen verlaufen. Sie kennzeichneten Fahrbahnen, die hauptsächlich dem Radverkehr zur Verfügung stehen, teilt OB Hilbert mit. Es darf Radfahrenden nicht suggeriert werden, dass sie sich auf einem für sie vorgehaltenen Teil der Fahrbahn bzw. in einem für sie besonderen Schutzbereich befinden, den andere Verkehrsteilnehmer nicht oder nur in Ausnahmefällen befahren dürfen, sagt er. Die Bürgerstraße nutzten schließlich alle. Also keine Piktogramme auf der Bürgerstraße, obwohl Stefan Engel sofort zahlreiche Beispiele in anderen Städten einfallen, in denen die Verwaltung anders entschieden hat. Was in Berlin, Mannheim, Halle, Frankfurt und Bremen gehe, solle auch in Dresden möglich sein, findet er. Zitat: Die Symbole würden dem Radverkehr zeigen, wo er am sichersten unterwegs ist. Und auch dem Autoverkehr würde signalisiert, dass hier mit Fahrrädern zu rechnen ist und diese mit entsprechendem Abstand zu überholen sind. Ach du meine Güte. Dresden hegt keinerlei Ausbaupläne für die Bürgerstraße. Jetzt überspringe ich mal ein bisschen. Die für einen Umbau habe man noch nicht begonnen. Verkehrsbetriebe haben viele andere Großprojekte wie die Stadtbahn 2020 und so weiter. Und entsprechend noch keinen Umbauwillen für die Bürgerstraße. An der Bürgerstraße bleibt auf lange Sicht, das heißt für Jahrzehnte, alles wie es ist. Für Jahrzehnte, alles klar. Und jetzt fehlt noch eine Frau. Dagegen meldet die Pieschner SPD-Stadtbezirksbeirätin Rebecca Overmeier Protest an. Zitat: Wir erwarten von der Stadtverwaltung ein rasches Umdenken, sagt sie mit Nachdruck. Denn weil die Bürgerstraße für Radfahrer so gefährlich sei, wechselten viele Radfahrer auf den Bürgersteig, wo sie für Passanten zum Problem werden. Da rings um die Bürgerstraße viele Schulen und Kitas gelegen seien, dulde die Problemlösung keinen Aufschub. Zitat: Auch Tempo 30 könnte die Verkehrssicherheit verbessern, findet die SPD-Politikerin. Auf einen gleichlautenden Vorschlag Stefan Engels hat OB Hilbert in seiner Antwort nicht reagiert. Geschrieben von einem Uwe Hofmann, der ist mir jetzt nicht bekannt. So, das war der DNN-Artikel. Entschuldigt, dass ich ihn jetzt doch fast ganz vorgelesen habe. Und jetzt gucken wir mal, was die Realität dazu sagt.
Es gibt den sogenannten Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes. Hier oben ist die Adresse unfallatlas@.statistikportal.de. Hier oben sind die Geokoordinaten östlich und nördlich angegeben und damit erhält man einen Blick auf die Bürgerstraße. Die Bürgerstraße fängt im oder endet im Westen hier, geht hier, kleiner Knick, das dürfte die Oschatzer Straße sein, oder das ist, glaube ich, die Oschatzer, und geht hier bis zur Eisenbahnbrücke und hier fängt die Harkortstraße an. Wir sehen hier das Jahr, Moment, 2016, das ist das älteste Jahr, und wir sehen hier zwei Unfälle auf der Strecke, die habe ich mir nicht dazu gezählt, die sind direkt an der Brücke. Hier ist noch die Kreuzung zur Gehestraße. Hier geht die Leisniger Straße rein. Und hier auf der Kreuzung, die beiden Unfälle habe ich auch nicht mitgezählt. Bleiben also im Jahr 2016 zwei Unfälle, jeweils mit Leichtverletzten, Gott sei Dank. Einmal zwischen Radfahrer und, weiß ich nicht, eventuell waren es zwei Radfahrer. Und einmal zwischen PKW und Radfahrer. PKW und Radfahrer klicke ich an. Das ist dieser Unfall, offenbar auf freier Strecke. Was genau passiert ist, kann man hier nicht erkennen. Jetzt klicke ich mich mal durch ins Jahr 2017, schließe das Menü hier und hier sind tatsächlich mal mehrere Unfälle. 7 Stück an der Zahl sieht man hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die roten dürften ohne Fahrradbeteiligung sein. Ein Schwerverletzter, PKW und Fußgänger. Dann gab es noch einen Leichtverletzten, das ist der andere rote Punkt. Und man kann das hier auch sortieren. Ich hole die Radfahrer und die PKW-Fahrer nach oben. Und ihr seht, es gab im Jahr 2017 nicht einen Unfall wie 2016. Hier ist der eine Unfall, sondern zwei Unfälle zwischen PKW und Radfahrern. Wo ist der andere Unfall? Hier ist der andere Unfall. Ich springe nochmal ins Jahr 2018. Schließe das Menü. Und wir sehen wieder zwei Unfälle. Und zwar einmal zwischen PKW und Rad. Klicke ich an. Einmündung in die Leisniger Straße, also im Kreuzungsbereich, und zwar in die Leisniger Straße rein. Und einmal ein Unfall zwischen Autofahrer und Fußgänger, auch an einer Kreuzung, ich nehme an, das ist die Oschatzer Straße, mitten auf der Kreuzung. Okay, ich gehe weiter ins Jahr 2019, das ist das aktuellste. Ich nehme an, in den nächsten Wochen dürfte auch 2020 dazukommen. Und wir finden 4 Unfälle hier oben. 4, 1, 2, 3, 4. Hier steht übrigens die Ampel, die ist in der Petition erwähnt, zu der ich gleich noch komme. Und wir sehen ein Verkehrsunfall, übrigens alle mit Personenschaden. Sachschäden werden hier nicht erfasst. Nur Radfahrer, vielleicht waren es 2 Radfahrer, das weiß man nicht oder weiß ich nicht. Radfahrer und sonstige, könnte eine Straßenbahn gewesen sein, ziemlich wahrscheinlich sogar. Und 2 Unfälle zwischen PKW und Rad. Hier oben ist er. Einmal. Und hier ist der andere. Wir sehen also, es gab zwischen 2016 und 2019 einen bzw. maximal 2 Unfälle zwischen Radfahrern und PKWs. So, jetzt gehe ich rüber in den Themenstadtplan, und zwar den der Stadt Dresden, stadtplan.dresden.de. Ich habe hier die Verkehrsmengenkarte aufgerufen. Das hier ist die Bürgerstraße. Und ihr seht hier in Fahrtrichtung einmal 3600 pro Tag und einmal 3400 pro Tag. Hier ebenso, hier ebenso, hier geht es in die Harkortstraße. Nee, das ist noch Bürgerstraße, das ist der Moritzburger Platz. Das hier ist noch Bürgerstraße, 3100 jeweils in die Richtung. Und hier die Harkortstraße hat 2000 und 2600.
Das sind also hier im Minimum 4.600 Autofahrer pro Tag. Ich glaube, es geht nur um Wochentage. Am Wochenende sind es wohl weniger. Und hier sind wir auf 7.000 in beide Richtungen zusammen. Ich habe mal ausgerechnet, 7.000 mal 365 Tage, das wären 2,5 Millionen Autofahrer im Jahr, die diese Straße benutzen. Ich runde das noch ein bisschen ab auf 2 Millionen, ziehe also die Wochenenden ein bisschen raus. Dann bleiben also bei 2 Millionen Autos, die diese Straße passieren, in der Spitze 2 Unfälle zwischen Radfahrern und Autofahrern. Das ist natürlich nur eine Näherung. Es gibt mit Sicherheit auch andere Verkehrszwischenfälle, wo es eben wohl in Anführungszeichen nur zu einem Sachschaden kam. Die sind hier in dem Unfallatlas nicht abgebildet. Aber 2 zu 2 Millionen erscheint mir dann doch etwas übertrieben, um von einer unsicheren Straße für Radfahrer zu sprechen. So. Ihr seht übrigens hier die Leisninger Straße, also in dem Themenstadtplan sind die Straßen auch mit eingezeichnet. Hier ist die Oschatzer, wie ich vorhin sagte, und hier haben wir noch die Torgauer Straße. Hier springe ich nochmal rüber in Unfallatlas, also hier ist die Oschatzer und das hier sollte die Torgauer Straße sein. Damit will ich es bei den Karten lassen. Jetzt geht's zu der Petition, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Die Antwort, oder das ist nicht die Antwort, vom 13. Januar, ich springe kurz weiter, das hier ist mehr oder minder die Originalpetition, die wurde also am 8. Oktober 2019 von einem Herrn T. Hacker eingereicht und konnte für 12 Wochen mitgezeichnet werden. Sie hat in der Zeit 153 ziemlich sicher Online-Unterstützung gehabt. Man kann also auf der Seite dresden.de Online-Petitionen stellen unter Angabe einer E-Mail-Adresse und natürlich Name und Adresse. Und dann können Menschen ebenfalls unter Angabe ihres Namens und ihrer Adresse, aber ohne Angabe einer E-Mail, diese Petition mitzeichnen. Hier wird also gefordert, eine Radverkehrsverbindung Bürgerstraße zur Großenhainer Straße, das zeige ich auch noch mal kurz auf dem Themenstadtplan. Die Großenhainer Straße müsste, genau, das hier ist eine Hauptverkehrsstraße. Hier geht die Harkortstraße rein und sie wird hier zur Bürgerstraße. Und hier soll also eine Radverkehrsverbindung geschaffen werden. Ich habe mal hier in der Leisninger Straße gewohnt und das war also mein regelmäßiger Weg in die Neustadt. Und ich kann euch sagen, diese Straße ist allgemein wenig befahren. Hier fährt auch die Straßenbahn lang. Es gibt in der Tat keine befestigten Gehwege. Es ist eher sowas wie Schotter oder Harz, sowas wie Hartplatz. Also nicht wirklich lustig zum Befahren mit Fahrrädern. Und die Straße hier ist eben gepflastert. Und zwar bis unter die Brücke. Ich glaube, hier geht erst der Asphalt los. Hier ist die Eisenbahnbrücke. So, das hat also der Petent gefordert, ein Herr T. Hacker. Es sollen entlang der Harkortstraße in beiden Richtungen ein Radfahrstreifen anzulegen. Gegenwärtiges Kopfsteinpflaster ist nicht sicher befahrbar und zwingt damit die Radfahrer rechtswidrig die Fußwege oder den Gleisbereich der Straßenbahn zu nutzen. Zwingt die Radfahrer rechtswidrig die Fußwege zu benutzen. Das ist auch Wahnsinn. Die Fußgängerampel zur Querung der Bürgerstraße am Moritzburger Platz so zu verlegen, dass eine Benutzung für Fußgänger und Radfahrer möglich ist, am besten in Verlängerung des neuen Radwegs entlang der Gehestraße. Zurzeit befindet sich die Ampel so hinter einer Hausecke an der Bürgerstraße, dass eine Benutzung für Radfahrer ohne, kann ich nie lesen, Behinderung der Fußgänger nicht möglich ist. Drittens, eine sichere Einbindung der Radspuren in die Großenhainer Straße mit der Möglichkeit zum sicheren Überqueren der Großenhainer Straße. Das war also wohl die Originalpetition. Am 2.1. hat es also die Abteilung im Büro des Oberbürgermeisters, die Petition sichtet und prüft und dann gegebenenfalls an die Verwaltung weiterleitet oder eben an den Petitionsausschuss. Die 12 Wochen waren, glaube ich, am 31. Dezember abgelaufen. Hiermit wurde die Petition dann also weitergeleitet an den Petitionsausschuss.
Das hier ist die Zusammenfassung am 13. Januar für den Petitionsausschuss. Hier wird nochmal geschrieben, was im Petitionstext steht und zusammengefasst, was nun die Forderungen bzw. Wünsche sind. Anlagenverzeichnis, E-Petition mit 153 Unterstützer, / minus innen. Beratungsfolge, Ausschuss für Petitionen, nicht öffentlich, erste Lesung und nochmal öffentlich beschließend. Wenn also der Ausschuss nur beratend tätig ist und es ist in der ersten Lesung der Fall, dann ist es nicht öffentlich, und wenn es beschließt, wobei der Beschluss nicht so bindend ist, wie man das meinen möge, dann ist es öffentlich. Da können dann also auch Besucher hinkommen. So, wir gehen weiter. Das hier war die Petition, schließe ich. Dann haben wir hier am 20. April einen Zwischenbericht des Ausschusses, auf den gehe ich nicht näher ein. Wir haben am 11. März 2020 ebenfalls einen Bericht, Zwischenbericht, den lese ich kurz vor. Die Entscheidung über die Petition wird so lange vertagt, bis der Stadtrat über den Antrag A0039/20 sichere Radverkehrsverbindung Pieschen-Neustadt entschieden hat. Der Oberbürgermeister wird beauftragt darzustellen, welche Kosten für eine Interimslösung für ein Provisorium in Klammern Asphaltdecke auf den vorerst verbleibenden Pflasterflächen in der Harkortstraße entstehen würden. Und der Petitionsausschuss hat mit 16 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen dem so zugestimmt. Und jetzt wird's witzig. Also, die Petition war von 2019 und wurde am 2. Januar an den Petitionsausschuss weitergeleitet. Und jetzt finden wir hier den SPD-Antrag 0039. Hier oben steht's, vom 31. Januar, also fast genau 4 Wochen, nachdem die Petition an den Petitionsausschuss weitergeleitet worden ist, kommt also die SPD-Fraktion im Stadtrat um die Ecke geschissen, ich muss es so deutlich sagen, und kommt mehr oder minder mit einer überwiegend gleichlautenden Forderung nach Verkehrsbaumaßnahme und Harkortstraße. Sie sind nicht ganz identisch, aber sie fordern hier auch bei der Sanierung der Harkortstraße in den Randbereichen der Straße beidseitig Radfahrstreifen zu schaffen. Und Linksabbiegemöglichkeit unwichtig. Und dann geht das hier also am 3. Februar in den Geschäftsgang. Der Ältestenrat, also die Fraktionsvorsitzenden und der Oberbürgermeister beraten darüber, nicht öffentlich. Dienstberatung des Oberbürgermeisters, nicht öffentlich. Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Das habe ich also vorhin vergessen beim Verkehrsbürgermeister. Er heißt eigentlich Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Nicht öffentlich, erste Lesung. Stadtbezirksbeirat Pieschen, öffentlich beratend. Neustadt, öffentlich beratend. Ausschuss für Finanzen, nicht öffentlich beratend. Und letztendlich Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, öffentlich, weil beschließend. Dann kommt hier eine ellenlange Begründung, die lese ich jetzt nicht vor. Unterzeichnet von der Fraktionsvorsitzenden Dana Frohwieser. Ich glaube, inzwischen sind die zu zweit, die Mädels, im Fraktionsvorstand. Also die SPD hat sich mehr oder minder an die Petition drangehängt und hat es geschafft, in ihrem Medium, ich blätter nochmal zum Anfang, Dresdner Neueste Nachrichten, meiner Kenntnis nach befindet die sich im Besitz von 40%, befindet sich im Besitz der SPD. Und da wird also ein Artikel aufgemacht, der böse Oberbürgermeister hört nicht auf die SPD und macht keine Piktogramme auf die Straße, weil die Straße ja so gefährlich ist für Radfahrer. Ich habe euch gezeigt im Unfallatlas zwischen 1 und 2 Unfällen im Jahr bei ungefähr 2 bis 2,5 Millionen Autos, die dort im Jahr entlangfahren. Ich habe euch am Themenstadtplan die Verkehrsmengenkarte gezeigt und jetzt gucken wir hier noch kurz durch. Das hatte ich schon abgehakt. Zwischenbericht 11. März, abgehakt. Dann haben wir hier noch Zwischenbericht vom 5. Februar, hake ich auch ab. Dann haben wir hier noch die Antwort vom 9. November 2020. Da hat also dann der Petitionsausschuss am 4. November
die Petition abschließend behandelt und hat eine Beschlussempfehlung abgegeben, und zwar, dass nur teilweise abgeholfen werden kann und dass eine Stellungnahme der Verwaltung, worauf sich der Beschluss bezieht, und die weiteren Maßnahmen sowie deren zeitliche Einordnung ersichtlich werden. Ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes, bliblablub, Fußgängersignalanlage, Verlegung ist nicht möglich, wird auch erklärt. Hier ist es nochmal, Großenhainer Straße inklusive Liststraße, Einordnung, Querungsstelle, Harkortstraße, Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant. Im Zuge dieser Maßnahmen wird außerdem ein Teil der Fahrbahn in der Harkortstraße erneuert. Dann haben wir hier die Punkte 7, 41 und 42 des Radverkehrskonzeptes. Das sind also politische Forderungen bzw. Prüfaufträge. Der Abschnitt erfordert eine komplexe Straßenraumgestaltung. Momentan besteht keine Umsetzungspriorität bezüglich des Zustandes der Fahrbahn und der Gleisanlagen. Und die Maßnahme 742, Oberfläche sanieren, erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen mit der mittelfristig anstehenden Erneuerung der Eisenbahnbrücke und dem noch ausstehenden Gleisbereich. Im Zusammenhang mit der Haltestelle wird jedoch ein Teil der Oberflächensanierung umgesetzt. Es handelt sich um folgende Bereich: Einmündung Liststraße bis Großenhainer Straße, eine Fahrbahnseite, Relation in Richtung Großenhainer Straße. Gucken wir uns kurz an im Themenstadtplan. Das ist also, diese Seite wird jetzt die Oberfläche erneuert, und das hat man in ungefähr einem Jahr im Stadtrat, im Petitionsausschuss, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften entschieden. Und wie ich euch eben gezeigt habe, die Antwort der Stadtverwaltung ist vom 9. November 2020 und Dezember, Januar, Februar. 3 Monate später, nachdem die Antwort an den Petenten rausgegangen ist, kommt die DNN um die Ecke geschissen und behauptet, mehr oder minder willkürlich und ohne jeden Beleg, dass die Bürgerstraße ein gefährliches Pflaster für Radfahrer sei. Das ist Qualitätsjournalismus, das sind spezialdemokratische Vorgehensweisen, wie man ein Thema besetzt, sich eine Petition aneignet, um beim dummen Wahlbürger, beim überaus dummen Wahlbürger, der darauf reinfällt, was in der DNN steht, Pluspunkte sammeln zu können. Ich verachte den Schreiberling Uwe Hofmann von der DNN, der das dem Oberbürgermeister in die Schuhe schieben will, der allerdings für jede Antwort der Stadtverwaltung seinen Karl-Heinz bzw. seinen Dirk Hilpert unten drunter setzt. Der Verkehrsbürgermeister war jeweils ein Grüner, erst Schmidt, Raoul Lamontagne, dann Stefan Kühn, beide Grüne, und die kommen in diesem Rotzartikel nicht mal ansatzweise vor, stattdessen 2 SPD-Stadträte, der eigenen Zeitung der DNN, wie gesagt, meines Wissens nach 40% in Besitz der SPD, über irgendwelche Umwege ein bisschen, irgendwelche Holdings, Marzak Verlag, whatever, und macht hier also einen Gefälligkeitsartikel. Es ist einfach nur abartig, es hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Und dafür könnte ich euch jede Woche zig Beispiele nennen, allein zum Thema Verkehr, wie hier Stadträte bei den Bürgern, bei den Fahrradfahrern Ängste sehen, die jeder Grundlage entbehren, um ein politisches Kalkül durchzusetzen, schimpfen auf die Autofahrer, den Radfahrern Angst machen, und nicht zu Unrecht hat die SPD in den letzten 1-2 Wahlperioden, ich glaube von ursprünglich 12 Stadträten im Jahr 2009, sind sie auf 6 Stadträte in 2019 gesunken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geschieht den Spezialdemokraten nur recht, weil sie nichts als billigen Populismus und Angstmacherei drauf haben. Das ist jetzt ein langes Video geworden, sorry dafür, aber ich musste meinem Unmut hier mal Raum verleihen bzw. diesen Kunst tun. Ich wünsche euch was. Passt auf, wem ihr glaubt. Vor allem bei Politikern wäre ich sehr, sehr vorsichtig.